Hallo und willkommen zurück zur weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wie versprochen, werden wir jetzt gucken, was für Übungen wir hier machen können. Hallo, ich habe gedrückt. Oh, Bitte Übung zeig mir, wie reparieren. man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Muss ich dich bezahlen dafür? Oh, so. Erfordert Stufe 5, erfordert etwas fortgeschritten. Meister erfordert Stufe 15. Okay, wir sind ja natürlich Ich möchte die Anfänger. Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Na, natürlich müssen wir ihn bezahlen. Oh mein Gott. Was? Okay, Vielleicht ein du anderes willst Mal. 60 Gulden dafür haben. Ey, wie arm wir sind. Ey, wir gehen gleich immer auch betteln irgendwann. Ey, so arm wie wir sind. Das... Entschuldigung, ich schließe mal die Tür. So, wir hatten jetzt unsere Sachen, glaube ich, repariert gehabt. Und Rüstung? Genau, 100% hier alles. Waffe ist auch auf 100% und so. Was ist 43? Ach, Schaden 43, alles klar. Genau, nur unsere Schuhe halt nicht, ne? Unsere Schuhe haben wir irgendwie nicht reparieren können. Gegessen haben wir, glaube ich, jetzt auch erstmal. Wir sind jetzt erstmal satt. Energie haben wir auch noch genug, absolut. Genau, und, wir wollen ja jetzt immer noch den. Können wir hier mopsen? Ja, klar. Händlerin? Lass uns handeln. So, was hatten die Dame denn zu verkaufen? Kohl und so ein Gedöns. Ah, Branntwein 12 Gulden oder was ist das sind hier? Groschen, immer noch. Okay. Maruna. Okay. Da können wir auch quatschen. So, wir haben jetzt, glaube ich, nur noch einen Dietrich, richtig? Der hatte gar keine Dietrich. Bei sich, was ist da hinten? Kuhstall oder was? Ach, Fleischer. Bürger? Okay, hier gibt's Fleisch. Bin mal gespannt, was für Fleisch. Oh, hier kriegst du wirklich alles, ey. Rieben? Rehfleisch sogar gibt es hier. 15! Also 40,5 Rinderhüfte. Alter, ist das alles arschteuer hier. Kann ich hier Sachen verkaufen? Ratterschnaps. Ey, es ist Wahnsinn. Okay. Da hinten ist bestimmt. Was zum Teufel? Entschuldigung, ich habe dich nicht kommen sehen, Tatsache. Hallo, wer bist du? Okay, dann nicht. Okay, schauen wir uns mal hier um. Da hinten ist auch noch was. Ein Laden. Krämer. Ah, okay, vielleicht gibt es hier Dietriche zu kaufen. Ah, huch, da war der Eingang. Hallo? Nee, es gibt Guten bestimmt Tag. Nahrungsmittel nur. Lass uns handeln. Okay, der hat auch wirklich nur Nahrung und so ein Gedöns. Brauchen wir jetzt erstmal Tatsachen. Oh, wer bist du? Natürlich, die Ladenwache. Ah, hier haben wir noch was. Hier ist allgemeiner Händler oder was? Das ist ein Bäcker. Konrad Hagen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Was hast du käuflich zu erwerben? Braune Stippe. Okay, bei ihm gibt es eine Axt auf jeden Fall. Gewöhnlicher Pfeil. Rüstung. Wie teuer die einfach ist. Das ist so krass. Sonstiges. Verband. Kleines Schuster-Set.
reparieren ein Set von Schuhen. Ja, ich würde gern Dietrich hier irgendwo käuflich erwerben. Die gibt es wahrscheinlich nur unter der Hand irgendwo sicherlich. Das kann doch nicht so schwer sein, dass es Dietriche nirgendwo gibt hier. Hier ist ein Bäcker, da gibt es sicherlich keine Dietriche. Hallo? Hier Händlerin. Kann ich mit dir handeln? Nee. Kann ich nicht. Warum nicht? Okay, gehen Sie weg. So. Was haben wir hier? Ja, hier ist, glaube ich, nur... Hallo? Habe ich gerade die Hintertür benutzt? Okay, wer ist denn erstmal auf dem Topf? Oh, shit. Ich bin fett. Ja, ich bin fett. Sehr leicht. Gibt's denn hier nirgends so... Oh, ich bin im privaten Bereich, natürlich. Um das knacken zu können, brauche ich Dietriche und ich krieg die woher? Hallo, Schankwald. Alles klar, ich habe schon mal gegessen. Gratis natürlich. War sehr gut. Ist da hinten noch was? Nee, ist... Jäger. Ah, hier. Bestimmt. Wildhüter Berthold. Können wir auch Jagdkünste erlernen? Das wäre ja klasse. Oh! Nee, was habe ich gedrückt? Das war... Nee, das brauchen wir nicht. Ah, okay, aber da muss ich wieder bezahlen. Ja, klar. Ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Aber es kostet mich natürlich Silber. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Natürlich. Wie viel denn? Alter. 60. Das ist... Vielleicht ein anderes Mal. Heieiei. 60. Kann man hier... Also jagen können wir lernen. Kirche. Ah, hier. Schmied haben wir nochmal gefunden, einen. Können wir hier unsere... Schießstand haben wir gefunden. Gibt es hier hinten was? Nö. Oh, und hier gibt es auch einen Schleifstein. Aha. Gelobt sei die Sonne. So. Kommen wir bestimmt hier nicht rein, weil nur gehobene Gesellschaft, oder? Hallo? Okay, wir kommen durch. Was gibt's denn hier? Ah, hier sind die Ställe, okay. Neuer Schnellreiseort entdeckt. Oh. Wie schön. Dass schon wieder hier alles ist. Das ist ja... unfassbar. Ja. So. Dum, 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 dum. Was haben wir denn? Ah, hier unten ist der Schießstand. Okay, wir kommen hier runter. Aber wir haben jetzt hier auch noch einen Schmied gehört. Ah, hier. Hier ist der Schleifstein. Und da drin ist der Schmied. Hi. Kann ich bitte quatschen? Gott sei mit dir. Okay, Reparatur brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht. Wir haben nur die Handschuhe. Und das da, das lohnt sich alles halt noch gar nicht. Was kann ich bei dir kaufen?
Oh, Ritterrüstung. Banditen. Alles viel zu teuer. Können wir uns alles nicht leisten, auf jeden Fall. Außer den Dolch, den können wir uns leisten, Tatsache. Ein Dolch. Aber es, ich weiß nicht, ob ich mir den kaufen soll. Hat der... Aber hier gibt es auch... Was ist das hier? Eine Fertigkeit immer zum Thema Schleifen und Schärfen. Alles klar, das kostet 44. Aber wir können ja nicht lesen, haben wir ja festgestellt. Wir können nicht lesen. Oh, Hut. Das ist eine Brennnessel. Cool, wir können Brennnessel sammeln. Super. Und noch eine. So. Ist ja ganz schön still hier. Da hinten ist eine Quest in Richtung Westen. Aber wir müssen ja immer noch diesen verdammten Ring holen. Und ich habe, glaube ich, immer nur noch einen verdammten Dietrich. Ich will doch nur einen Dietrich kaufen. Wo kann ich denn einen Dietrich käuflich erwerben? Das gibt's doch gar nicht. Gibt es das wirklich nur so unter der Hand irgendwo oder was? Lauf mal da lang so. Ist auch nur eine Kirche. Die betteln ja hier über ein Nest, was? Ich habe ein Nest entdeckt. Agnes. Okay. Das ewige Licht leuchtet ihm. Ja, ich weiß nicht, wo man die Triche herbekommt. Wie sollen wir denn diesen verdammten Ring? Weil er hat doch gesagt, er hat den Ring. Oder nicht? Ich glaube nicht, dass wir da jetzt dieses elende Grab schänden müssen. Was ist das hier? Trinke? Hallo? Apotheker ist das hier. Alles klar, da gibt es Medizin und so Gedöns. Du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Achso, das ist der... Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Wegen den Schulden? Wegen der Schulden. 50. Ich brauche ein Weilchen. Okay. Ich zahle gerne. Ich werde ein Weilchen brauchen. Ich verstehe. Es eilt nicht. Ich bin mir sicher, du bist ein ehrbarer Mann. Sagte er. Gott sei mit dir. Trotzdem will ich gucken, was der denn zu verkaufen hat. Übung. Okay, wer kann das? Wir können ja hier alles... Oh, wir können ja hier jetzt unsere Brennnessel verkaufen, ja? Unsere ganze 2 Brennnessel, die wir haben. Verbannte Nahrung. Nein, zurück. Traum des Alchemisten, Galle. Aber natürlich auch keinerlei Dietrich. Natürlich nicht. So. Keinerlei Dietriche, das gibt's doch gar nicht. So eine Riesenstadt und es gibt nirgendwo einen verdammten Dietrich oder was? Was ist denn das? Eigentlich beim Schmied oder so. Was ist das hier nochmal gewesen, Lederer? Schneider. Weil ich hier, der hat ja... Hat erst vor kurzem angefangen. Gott sei mit dir.
Weil hier gibt's Holzkohle, bla 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 bla, aber keinen verdammten Dietrich. Das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott, wie sollen wir das... Ansonsten müssen wir das tatsächlich mal probieren, das Grab auszuheben. Ich weiß nicht, was wir da anders tun können noch. Was ist das hier? So ein Schmiedeset. Ich will doch nur einen verdammten Dietrich. Kleines Schmiedeset. Oh, Ist das dein... Gelobt sei Jesus Christus. Ja, gucken wir jetzt nochmal ihn an hier. Hat aber nur kleine Schmiedesets. Alter, was ist denn los hier? Na gut. Keine einzige Sau in dieser riesen Scheißstadt kann uns helfen. Achso, wir sollten jetzt hier noch irgendwas klauen von irgendeinem Volldeppen. Warte mal, kurz Karte. Karte? Oh Gott, Rostschmied. Hier ist noch eine Aktivität B. Ah, das ist die Apothekenquest. Das ist hier Begegnungsstation Audienz. Ah, das ist ja Main Quest. Und hier haben wir Stil 50 Groschen von der Wache Patera. Okay. Richtung Blau. Wer könnte es ja mal machen? Und nebenbei. Hier irgendwo. Ist hier ein Questgeber. Ihr sitzt im Dunkeln. Fackeln erhellen eure Stube. Bist du das, Milan? Kauft meine Hacken. Guten Tag. Stroh, ein Rechen wird's richten. Du kämpfst um Geld? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Wie lautet die Regel? Lass uns kämpfen. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay. Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Okay, wir haben eine Quest begonnen. Dann probieren wir mal unser Glück. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Was? Okay. Oh mein Gott, das ist ja... Oh, verdammt. Ja. So, A, B. Ach so. Gibt's jetzt nicht C? Habe ich jetzt kein... Okay, wir gehen mal jetzt erstmal... Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Okay, das war aber anscheinend der... Die Quest, die uns angezeigt wurde. Du kannst nur drei Nebenquests-Aktivitäten verfolgen. A, B, C, was... Erledigt. Ah, okay, ich kann. Kann ich die auch ausschalten? Ja. Dann machen wir das hier. Und du kannst nur drei Nebenquests und Aktivität. Achso, ich habe ja hier. Das hier. So. Wobei die Tier heute ist ja jetzt noch offen. So, wir gucken jetzt erstmal Richtung A. Wo der Bursche denn hier sitzt. Wir nähern uns.
Ist das unsere Wache? Was ist denn? Wie soll ich den beklauen? Es ist er auf jeden Fall. Hier ist der Schuster. Guck an. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Rückenschmerzen? Ja, ich habe durchaus Rücken. Ich weiß nicht, wie ich ihn beklauen soll. Ehrlich gesagt, Questlog? Das für... Ein lotteriger Vagabund aus dem Flüchtlingslager in Ratai möchte, dass ich für ihn Taschendiebstähle begehe. Stiehl 50 Groschen von der Wache Pazdera. Ja, das ist mir schon klar, aber wie denn? Darf er mich gar nicht bemerken, oder was? Achso, ich mach mal die Tiere heute Quest aus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was ist, war das hier? Du solltest begleichen. Genau, den Ring beschaffen. So, aber wir haben jetzt dann noch die Boxquest jetzt angenommen. So, wir sind ja eigentlich ganz gut im Prügeln. Noch weiter? So. Wir müssen ja jetzt hier andere zwei besiegen. Ist das hier? Nee, noch weiter, okay. Aber es gibt auch nirgendwo Dietriche. Das stresst mich so. Okay, wir nähern uns. Beran und Stefan. Ich glaube, mit dem müssten wir... Quatschen? Guten Tag, wie kann ich helfen? Du kämpfst meinen... Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpfe gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Oh. Okay, 2 Groschen. Das können wir uns ja noch leisten. Das könnten wir uns ja leisten. Achso, nein, pack mich doch. Wie wär's denn damit schon wieder, ey? Ich... Scheiße! So, in your face. Boom! Oh, jetzt hat er uns... Jetzt hat er uns gepackt, aber wir haben ihm zumindest schon mal... Nein, der hat uns... Ja, diese Boxkämpfe, ey, ist ja Wahnsinn hier. Jesus Christus! Es ist diese Beleidigung, Jesus Christus. Eieiei. Boom! Nein, hat er uns... Oh, jetzt hat er uns eine verpasst, oder?
Du wirst... Okay, wir werden aber echt immer besser. Das ist... Ah, jetzt hat er uns aber eine gegeben hier, ey. Wir haben keine Ausdauer, ey. Wir immer so schnell... Gottverdammt, ja, wie wir Gottverdammt immer so schnell Ausdauer verlieren. Boah, da habe ich ihm eine gedrückt, ey. Boom. Ich glaube, sagen erst Cabo. Was, ist er tot? Hallo? Wir nehmen den mal mit. Kommen wir hier irgendwo raus? Habe ich jetzt den Körper mitgenommen oder liegt er da? Er ist tot, oder? Dann können wir ja den Dolch mitnehmen und 32 Groschen. Alles andere, wieso kann ich das hier nicht? Okay, er lebt. Er hat es hoffentlich gar nicht mitbekommen, dass wir beklaut haben. Oh nein! Hi. Okay, wir beenden das Gespräch mal. Okay, jetzt müssen wir Tatsache nur noch einen besiegen, auf jeden Fall. Dann kommen wir wenigstens zu Geld und das Geld bringt uns gar nichts, weil ich nirgendwo weiß, wo wir diesen verdammten Dietrich herbekommen. Oh mein Gott. Ja. Wie er einfach so wieder aufsteht, ich dachte, er wäre tot. Da stand ja Leiche nehmen, oder nicht? Leiche tragen oder so. Da steht wieder auf. Oh mein Gott. Okay. Ich feiere das gerade so. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen flotter. Wie... Okay, wir sind noch genug satt und haben noch genug Energie. Mein Gott, wir sind ja so toll. Also, ich muss aber auch sagen, wir sind Fertigkeiten hier. Muss ich das auswählen oder kann ich das? Schlösser knacken, wie wir einfach total schlecht sind, ja. Beständige Dietriche, das ist... Heimlichkeit, trinken, reiten, lesen, Kräuter jagen. Gibt's hier nicht. Taschendiebstahl. Achso, Kampf müssen wir mal gucken hier. Kampf. Sind wir Stufe 3? Faustkampf sind wir auch relativ gut dabei. So, dann müssen wir jetzt den letzten jetzt hier noch kaputt machen, bevor wir zu diesem Milan kommen. So, gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, werden wir den anderen Fuzzi, diesen Sessel, wie heißt er denn, Löckchen, genau, Löckchen aufsuchen, den vermöbeln und dann können wir gegen den Milan antreten und dann gewinnen wir bestimmt. Ja, und dann werden wir endlich den Ring vom Henker irgendwie uns ergaunern. Ja, das werden wir tun. Ja, dann vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.